Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Trübi und das Thema der heutigen, mittlerweile 8. Ausgabe der Stuttgarter Schule lautet 100 Jahre Hans Kammerer. Hans Kammerer zählt zu Deutschlands bekanntesten und wichtigsten Architekten der Nachkriegszeit. Vor allem Stuttgart wird von vielen seiner Bauten geprägt. Die Daimler-Benz-Hauptverwaltung in Stuttgart unter Türkheim mit Rolf Gutbier entstanden, ist hier etwa zu erwähnen. Aber auch in Partnerschaft mit Walter Belz und anderen entstanden das Gino-Hochhaus an der Heilbronner Straße, der Erweiterungsbau der Commerzbank am Fruchtkasten, das Stadtquartier Kalverstraße und Kalver Passage sowie die Ministerien und das Hotel Interconti, jetzt Meridien, am Kernerplatz. Zu Kammerers Werk gehören aber auch viele Wohnbauten. In diesem Jahr wäre nun Hans Kammerer, der im Jahr 2000 verstarb, 100 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass wollen wir uns in der kommenden guten Stunde den Menschen, den Architekten und den Architekturlehrer Hans Kammerer vergegenwärtigen. Hans Kammerer war von 1965 bis 1987 hier an der Uni Stuttgart als Professor tätig. Es diskutieren die Architekturkritikerin Amber Seyer, die auch Beiratsmitglied der Hans- und Malti-Kammerer-Stiftung ist, der Architekturhistoriker Klaus-Jan Philipp, der Leiter des Instituts für Architekturgeschichte der Uni Stuttgart ist, der Architekt Markus Allmann, der auch Nachfolger auf dem einzigen Kammerer-Lehrstuhl der Uni Stuttgart ist, sowie die beiden Studierenden Lorenz Engler und Elisabeth Schurigin, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung des Instituts für Architekturgeschichte eine Ausstellung, auch eine Online-Ausstellung zu 100 Jahre Hans Kammerer mit konzipierten. Ich schlage vor, dass wir zunächst einen Blick auf diese auch Online-Ausstellung werfen, die übrigens von der Hans- und Malti-Kammerer-Stiftung finanziell unterstützt wurde. Bitte, Film ab. Diesen Februar wäre Hans Kammerer 100 Jahre alt geworden. Kammerer war ab den 1950er Jahren als freier Architekt tätig und prägte durch seine Bauten sowie seine Lehre als Dozent und Professor an der Technischen Universität Stuttgart die damalige Architekturszene. Zu diesem Anlass wurde das Institut für Architekturgeschichte von der Hans- und Malti-Kammerer-Stiftung ersucht, eine Ausstellung zu seinen Ehren zu realisieren. In Zusammenarbeit mit Professor Klaus-Jan Philipp setzten wir, die Studierenden, uns in wöchentlichen Sitzungen mit zahlreichen Bauten des Büros Kammerer, Belz und Partner auseinander. Ziel der Lehrveranstaltung war es, sich ein umfangreiches Bild über das Gesamtwerk des Architekten und seinen Werdegang zu machen. Aufgrund der derzeitigen Situation bezüglich der Corona-Pandemie sowie der allgemeinen Zugänglichkeit entschieden wir uns, die Ausstellung in digitaler Form einer Website umzusetzen. Begleitend zur Recherchearbeit versuchten wir so, die Ergebnisse in einem digitalen Ausstellungsformat zu kuratieren. Die in drei Teile gegliederte Website soll auch dem fachfremden Besucher einen groben Überblick über die Werke, Bedeutung und Person Kammerers selbst liefern. Den Auftakt bildet ein Stadtspaziergang durch die Stuttgarter Innenstadt, welcher, begleitet durch einen analogen Faltplan, zu seinen relevantesten Bauten führen soll. An den jeweiligen Stationen wird durch markante Plakate mit einem QR-Code auf den digitalen Zusammenhang hingewiesen. Auf den Steckbriefseiten werden neben allgemeinen Gebäudedaten auch umfangreichere Beschreibungstexte präsentiert. Angereichert wird die studentische Arbeit durch Planmaterial, zeitgenössische Fotografien, Pläne und Aquarellskizzen, welche unter anderem vom Büro KBK-Architekten zur Verfügung gestellt wurden, sowie weiterführende Links zu externen Inhalten. Der zweite Teil beinhaltet die Übersicht über eine Vielzahl an Projekten des Architekturbüros Kammerer, Belz und Partner. Differenziert nach Nutzungstypologien soll dem Besucher die Vielfältigkeit des Portfolios sowie stilistische Entwicklungen des Büros veranschaulicht werden. Die Absicht war es, eine gewisse Ordnung in die breite Sammlung von Materialien zu bringen und diese gebündelt zugänglich zu machen. Der letzte Abschnitt widmet sich explizit der Person Hans Kammerer. Seine Vita wird hier durch einige persönliche Kommentare ihm verbundener Wegbegleiter, wie zum Beispiel den Architekten Stefan Benesch
oder die Stuttgarter Autorin und Journalistin sowie enge Freundin Ambasaya ergänzt. Begleitet wird der Weg durch sein Leben von zahlreichen Skizzen und Illustrationen, wie auch Auszügen aus seinen Reisetagebüchern, welche er stets auf seinen Exkursionen durch die ganze Welt führte. Angehängt sind seine beiden Schriften Wohn und Wohlstand aus dem Jahre 1998 sowie die ziemlich unglaubliche Geschichte einer Architekturschule von 1976, welche seine Haltung zur jeweilig zeitgenössischen Architektur- und Stadtplanungsszene verdeutlichen soll. Eigentlich sehr seltsam, ich wollte ja ursprünglich was ganz anderes studieren, habe dann Architektur studiert und so schnell es überhaupt ging nach dem Krieg mein Diplom gemacht, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen sollte. Und bin dann durch Zufall Assistent an der Hochschule geworden und da fing dieses lebenslange Verhängnis eigentlich an, weil ich dann in der Schule Fuß gefasst habe und gelernt habe, wie man lehrt und auch ins Ausland gegangen bin als Gastprofessor in verschiedene Länder. Und zu sagen muss ich, dass ich da sehr viel gelernt habe. Viel weniger als, ich bin als Lehrer hin und eigentlich als Lernender dort gewesen. Ja, vielen Dank, Lorenz Engler und Elisabeth Schurigin, für diese Einblicke in das Werk von Hans Kammerer, auch Kammerer und Bäts, Kammerer, Bäts, Kucher und Partner, die Büro zusammenarbeiten, die Partnerschaften änderten sich ja über die Jahre etwas. Es war auch die Rede von stilistischen Entwicklungen im Werk von Hans Kammerer, von Kammerer, Bäts und Kucher und Partner. Darauf werden wir sicherlich auch gleich eingehen. Es wurde aber auch der Theoretiker, wenn man so will, Hans Kammerer angesprochen, Stichwort sein Buch Wohnen und Wohlstand. Auch darauf werden wir eingehen. Ich schlage vor, dass wir zum Einstieg in unsere Diskussion uns vielleicht mit etwas Distanz auch auf die Person und das Werk von Hans Kammerer zubewegen. Vielleicht könnten Sie und ihr alle etwas über die Schnittmenge von euch und Ihnen und Hans Kammerer und dem Werk von Hans Kammerer berichten. Ich würde gerne mit Klaus-Jan Philipp starten. Klaus, du hast ja auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder mit dem Werk von Hans Kammerer zu tun gehabt. Was bleibt bei dir vor allem hängen? Das Mikro an, bitte. Ich bin mit dem Werk von Hans Kammerer schon seit doch relativ langer Zeit bekannt. Das hat damit zu tun, dass mein akademischer Lehrer Heinrich Klotz, später der Gründer des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, in meinen ersten Studienjahren 1979, 80 Seminare zu aktueller Architektur in der Bundesrepublik Deutschland angeboten hat, hängt zusammen mit einem Buch, das Klotz damals gemacht hat, Gespräche mit 6 Architekten als Vertreter der Architektur in der Bundesrepublik. Und das, ich sage gleich, wer da alles beteiligt war, was auch gleichzeitig zeigt, was für ein Stand Hans Kammerer in dieser Zeit, in den 70er Jahren gab. Denn diese Gespräche führte Klotz mit Günter Behnisch, Wolfgang Döring, vielleicht nicht so bekannt, Helmut Hendrich, bekannt über HPP, Hendrich Petschnig Partner, sehr großes Büro, Frei Otto und Oswald Matthias Ungers. Also das ist die Liga, in denen damals 1977 Hans Kammerer gespielt hat und die auch weiter bespielt hat. Also gehört schon in den Kreis dieser Namen, die man da liest, die ja zu den wichtigsten Architekten der Bundesrepublik Deutschland gehören. Und so habe ich ihn kennengelernt in Marburg, wo ich studiert habe. Als ich dann so das erste Mal nach Stuttgart kam, Anfang 89, da war es natürlich auch für mich eines der ersten Wege, die ich gegangen bin, die Bauten von Kammerer, insbesondere die, die uns Heinrich Klotz damals so vermittelt hat, nämlich die Commerzbank-Erweiterung, die wirklich was Besonderes war, das Bauen im Bestand, im historischen Umfeld. Und dann natürlich die Kalber Passage, wo wir uns eigentlich immer nur die Passage angeguckt haben, aber nicht das, was eigentlich alles dazugehört, nämlich genau das, was jetzt abgerissen worden ist, nämlich diese ganze sehr komplexe Architektur, die von Geschäftsnutzung, Verwaltungsbaunutzung, diese Einkaufspassagen natürlich und Wohnen oben auf dem Dach, das war ein ganz fantastisches Wohnen. Und das ist ja alles weg, dieses hochkomplexe Gemengelage von Multi-Use im Prinzip, würden wir heute dazu sagen. Wofür Kammerer dann auch in anderen Bauten, etwa mit dem Kaufhaus in Sindelfingen, wo er an das Parkhaus oder an das Kaufhaus ringsherum Wohnungen appliziert hat, weil man im Inneren eines Kaufhauses keine natürliche Belichtung braucht.
Ja, das sind so geschickte Sachen, die unheimlich modern sich anhören, wenn man heute diese Themen aufruft. Und das hat mich damals auch schon sehr interessiert. Mit dieser Architektursprache, die in der Zeit, wo Kammerer wirklich bekannt geworden ist, über dieses Frühwerk, das er mit Gutbier zusammen gemacht hat, der Mercedes-Verwaltung, die du erwähnt hast, das ist noch so typische 50er Jahre, aber er findet dann, glaube ich, so in den späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren so seinen Stil, der ihn wirklich als was Besonderes darstellt. Das gilt auch, das habe ich persönlich aber erst später dann so richtig mitgekriegt, für seine Wohnbauten, Siedlungsbauten, Landschulheime von höchster Qualität, alles, was er gemacht hat. Und ich habe jetzt erst im Zusammenhang mit dem Seminar, das eben angesprochen ist in dieser Ausstellung, habe ich tatsächlich auch dann seine Wohngrundrisse wirklich schätzen gelernt, weil die hochintelligent sind, weil er immer auch die Innenausbau mitdenkt bei seinen Grundrissen und dadurch dann auch raumsparende Grundrisse entstehen. So richtig große Häuser hat er, glaube ich, nicht gebaut. Ja, selbst sein eigenes Privathaus ist so eine Gruppe von drei Häusern, die aneinander gebaut sind. Die sehen zumindest auf den ersten Blick relativ klein aus, ganz geschickt hat er es aber doch geschafft, dass es relativ geräumige Häuser gewesen sind. Aber es geht nie ums Luxusbauen bei ihm, sondern immer um das ja machbare, schlichte, sehr gut durchdetaillierte Architektur, die er bringt. Und dann ist er eigentlich, glaube ich, schon... Er hat sich aus dem Wohnungsbau, da bekommen wir noch drauf, dann irgendwann zurückgezogen, ist dann eher in die, ja, sagen wir, stilistisch hat er so die manche der Entwicklungen der 80er Jahre den eben mitgemacht. Er hat sich immer davor verwehrt, dass es postmodern sei, was er baut, sondern es ist richtiges Bauen, was er macht, und konnte es auch immer begründen. Dennoch wird man das ein oder andere Detail bei manchen späteren Bauten finden, die man eher postmodern. Aber es lohnt sich auch immer noch mal ganz genau hinzuschauen, zum Beispiel beim Interconti-Ministerien am Kerner Platz. Wenn man da mal genau schaut, das ist eben nicht der normale postmoderne Stil sozusagen, sondern man muss da mal schauen, wie die Mauern gemacht sind, welche Steinformate er sich dafür hat produzieren lassen. Das ist nicht der normale Ziegel und wie er doch mit vielen kleinen Details dann doch sehr hochintelligent umgeht. Er ist schon ein Architekt, der sehr architektonisch ist, ne, und nicht einfach nur irgendwelchen Stilen folgt. Und da glaube ich, dass er tatsächlich noch einen bleibenden Platz in der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts hat. Viele seiner Bauten sind ja unter Denkmalschutz, viele auch der Siedlungsbauten und Landschulheime. Dann in Stuttgart die Commerzbank-Erweiterung zum Glück sehr schön saniert worden in den letzten Jahren, auch so wie es im Bestand ist. Kalber Passage, habe ich schon gesagt, ist nahezu eigentlich zerstört durch das, was da. Es bleibt ja nur noch diese Passage als so ein schickes modisches Accessoire, könnte man fast sagen, obwohl da vielleicht auch fürchte ich, dass die eigentliche Witz dieser Architektur, nämlich das sehr kostbare Material auf dem Boden, weißer und schwarzer Marmor und Bronze, und dann eine sehr einfache, schlossermäßig bearbeitete Tonnengewölbe darüber mit Industrieglas, also wirklich brutalistische Architektur zusammen mit diesem sehr noblen Boden, das ist schon auch eine tolle Leistung. Und die meisten Leute kapieren das, glaube ich, gar nicht, aber, weil sie eben so schick wirkt. Aber sie ist nicht gar nicht so schick, wie sie auf den ersten Blick daherkommt. Das ist, glaube ich, dass da die Denkmalpflege auch sich hat über den Tisch ziehen lassen, sagen wir mal so. Bei vielen anderen Sachen ist ja auch leider so, dass dann abgerissen worden ist, wie die EVS in der hier quasi gegenüber von unserer Fakultät und andere Bauten, die sehr im schlechten Zustand sind, nicht gepflegt werden. Kamera hat auch immer den Umraum mitgedacht, also die Straßen bis hin zum Straßenbelag bei seinen Bauten auch innerstädtisch. Auch das ist teilweise brutal überformt worden, ohne irgendeine Kenntnis oder Wertschätzung dessen, was er angelegt hat. Das tut dann schon häufig weh. Dann lieber gleich ganz abreißen und dann ist die Sache weg. Aber dann so halbgare Dinge wie in der Lautenschlager Straße, das schmerzt dann eigentlich. Da wurde eine sehr schöne Freiraumgestaltung mitgeplant, weil die zum Haus gehört und über die sich das Haus dann auch, das ein bisschen schwierig ist, sonst auch erschließt. Also ich glaube, um das nicht weiter auszudehnen, er ist schon einer der wichtigen Architekten der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, dessen Werk sich immer noch lohnt, sehr lohnt, sich zu betrachten.
Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass im Seminar mit den Masterstudierenden in unserer Fakultät, dass da auch einiges so rübergeflogen ist von dieser hohen Qualität der Arbeit Kameras. Weshalb, sonst hätten sie sich vielleicht auch gar nicht so angestrengt, diese tolle Ausstellung so zu machen, wie es geworden ist. Ja, vielen Dank, Klaus und Philipp, für diesen ersten Aufschlag. Die stilistischen Entwicklungen werden wir vielleicht jetzt gleich auch nochmal genauer anschauen. Frau Sayar, Sie haben ja als Architekturkritikerin nicht zuletzt der Stuttgarter Zeitung sicherlich sehr intensiv immer wieder auch mit dem architektonischen Werk von Hans Kammerer zu tun gehabt. Sie waren zudem auch Lektorin seines theoretischen Hauptwerkes, wenn man so will, Wohnen und Wohlstand. Bevor wir auf den Menschen Hans Kammerer zu sprechen kommen, den Sie auch kennenlernten, vielleicht nochmal zum Werk, zum architektonischen Werk von Hans Kammerer. Welche stilistischen Entwicklungen fallen Ihnen da vor allem ins Auge? Also die stilistischen Entwicklungen hat Klaus-Jan Philipp, glaube ich, gerade schon in den großen Linien ganz gut nachgezeichnet. Ich würde ganz gerne doch nochmal auch auf das Commerzbankgebäude hinter der Stiftskirche kurz eingehen und auch auf die Carver Passage beziehungsweise überhaupt auf die Carver Straße, weil ich glaube, man heute sich nicht mehr vorstellen kann und es sicher auch vergessen ist, dass das damals wirklich eine Neuerung bedeutete. Es wurde auch, wenn ich mich richtig erinnere, in großen Artikeln, beispielsweise in der Zeit, gewürdigt, damals von dem Architekturkritiker der Zeit, Manfred Sack, dieses Commerzbankgebäude, weil ich glaube, gerade in so einer Stadt, die so unglaublich von diesem verkehrsgerechten Wiederaufbau der Nachkriegszeit wie Stuttgart von diesem Funktionalismus, diesem brachialen Funktionalismus bestimmt war, dass so eine Art Wiederentdeckung der Stadt und von Urbanität mindestens punktuell bedeutete. Also man muss sich vor Augen halten, die Carver Passage, was immer man auch stilistisch inzwischen von ihr halten mag, war damals die erste Passage in Deutschland. Also wirklich eine Wiederentdeckung einer Architekturform des hauptsächlich 19. Jahrhunderts, aber die er versucht hat, eben für die Stadt des 20. Jahrhunderts fruchtbar zu machen. Und ebenso die Kalberstraße, das letzte Stück Altstadt in Stuttgart, was total vernachlässigt war, wurde in diesem Zusammenhang aufgewertet. Also Stuttgart hat damals sozusagen entdeckt, oh, wir haben ja eine Geschichte und wir haben auch eine Architekturgeschichte. Das war schon sein Verdienst. Ähnlich mit dem Commerzbankgebäude hinter der Stiftskirche. Da war es natürlich noch so, dass man unbedingt natürlich als Anhänger und Schüler auch der modernen Architektur, des Modernismus, natürlich nicht in Formen bauen konnte, die da irgendwelche, heute würde man sagen, Anbiederungen wagen. Das hat sich heute auch ein bisschen geändert. Also heute spricht man ja auch mehr und mehr vom Weiterbauen. Damals musste das schon noch genau zu unterscheiden sein, was ist alt, was ist neu. Aber das hat er in dieser Art wirklich unglaublich, finde ich, gut und geschickt hingekriegt. Und es war eben ein kleiner städtischer Platz. Ich glaube, das war eben das, was diese beiden Projekte so außergewöhnlich machte für ihre Zeit. Und ich glaube, ja, also das gehört schon auch zu den, diese beiden Projekte gehören so ein bisschen für mich zu den Glanzlichtern. Das Büro Kammerer und Boels hat im Jahre 1985 einen sogenannten Werkbericht als Buch publiziert. Und da geht es natürlich nicht zuletzt auch um die Carver Straße, die Carver Passage. Und eine Formulierung ist mir da besonders aufgefallen, eine Formulierung, die folgendermaßen lautet, dass die Arbeit an der Carver Passage wird
bezeichnet als zentral beheiztes Mittelalter mit Tiefgarage. Das ist eine sehr suggestive Formulierung. Was bedeutet dieses zentral beheizte Mittelalter mit Tiefgarage bei einem Bauwerk, das 1974 bis 1978 entstand? Ich weiß nicht, wer von euch oder Ihnen darauf reagieren will. Vielleicht Klaus? Kann ich das auch mal, der Klaus wird da vielleicht eine kontroverse Meinung zu diesem Projekt haben und zu diesem Bauwerk. Aber ich glaube, was augenfällig ist an der Passage, dass sie einen Urtypus wieder inszeniert, den es ja durchaus auch vormalig schon gab in den Geschäftspassagen und dann in Deutschland eingeführt hat. Und das aber mit einer Materialität und einer Diktion, die pendelt zwischen so einem leicht durchaus historisierenden Form, die aber dann sehr technologisch umgesetzt worden, was insbesondere die Konstruktion der Volute jetzt zum Beispiel, also des Daches ausmacht. Das fällt mir sowieso bei Kamera immer wieder auf, dass er auch wirklich sehr technisch orientiert war. Und in allen Zeiten, wenn man diese einzelnen Dekaden seiner Gebäude anschaut, so haben die immer eines gemeinsam, sie bewegen sich auf dem Stand der Technik der damaligen Zeit. Das, was die Materialität betrifft, was die Detaillierung betrifft, übrigens sehr interessant, Anlagen beispielsweise für die Reinigung der Gebäude sind immer ein Element bei ihm auch der Gestaltung. Also es ist nicht so, wie man es normalerweise vermuten müsste, würde, dass das irgendwie verdeckt irgendwo auf dem Dach geschieht. Das sind immer Elemente, die er bewusst irgendwo auch in seine Architektur integriert hat. Und mir fällt die Calver-Passage deswegen auf, dass sie sehr schwer einzuordnen ist, was ich aber als eine große Qualität empfinde. Also einzuordnen meine ich, dass sie so einem ganz bestimmten Muster folgt. Und das finde ich die große Qualität eigentlich der Calver-Passage. Übrigens auch der leider jetzt verloren gegangenen Gebäude, die sie umschlossen haben, die ja auch enorm wichtig waren. Also es ist sehr originär, sehr eigenartig, aber immer auch ein wenig zeitbezogen. Also man hat immer das Gefühl, man kann auch identifizieren, wann das Gebäude entworfen ist. Und dieses Streben nach so einer absolut zeitlosen Artikulation kann ich bei ihm gar nicht so entdecken, sondern man hat das Gefühl, es ist immer an der jetzigen Zeit orientiert, an den Menschen, die es benutzen und die es brauchen. Also es ist so sehr geerdet auch in irgendeiner Art und Weise. Ja, vielen Dank, Markus Amann, auch für diese Beobachtung mit diesem Reinigungsornament, könnte man vielleicht sagen. Ja. Diese Putzbahnen, die Bahnen, die gebauten Montagebahnen für die Putzapparaturen. Eine Frage vielleicht an Elisabeth Schurigin und Lorenz Engler. Sie haben sich jetzt als Studierende im Rahmen auch dieser Lehrveranstaltung des IFAG intensiv mit den Bauten von Hans Kammerer auseinandergesetzt. Und für die Nicht-StuttgarterInnen vielleicht ganz wichtig zu wissen, also man kann in Stuttgart kaum 10 Minuten laufen in der Innenstadt, ohne an einem Gebäude von Hans Kammerer vorbeizugehen. Was ist Ihnen an diesen Gebäuden aus Ihrer Sicht aufgefallen? Nun, ich würde jetzt sagen, also ich finde auch die Calver-Passage ist eigentlich ein sehr bedeutendes Bauwerk. Also ich finde es eigentlich auch interessant, wie Kammerer sich selber dazu geäußert hat, dass es eigentlich eher als eine Art Experiment gesehen wurde, dass man es einfach wie möglich gehalten hat. Es war eine Gewächshauskonstruktion, wie man einfach an die Aufgabe rangegangen ist. Auch natürlich die anderen bedeutenden Werke, wie natürlich, wie schon erwähnt, die Commerzbank-Erweiterung. Auch allein die Fassade, wie sich die Altstadt auch widerspiegelt, auch dieser Umgang mit der Umgebung, dass man dem ganzen Gebäude ein bisschen so dieses Massive wegnimmt und somit auch diese Altstadt mit einbezieht, was auch im Genohaus zum Beispiel auch wiederum auch sehr ausschlaggebend ist, wie man mit der Größe umgeht durch die Fassadengestaltung. Dass Kammerer sich immer auch Gedanken gemacht hat, wie man mit der Umgebung umgeht und wie man sie einbezieht und das auch bei solchen großen Projekten. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, um den man sich auch Gedanken machen sollte. Und das verbindende Element nicht zuletzt eben auch des Genohauses und der Commerzbank-Erweiterung ist ja der Spiegeleffekt. Also mit Hilfe von spiegelnden Fassaden wird hier wie so eine Art Architekturkamouflage, eine Einbettung in den gebauten Kontext versucht, was ich ganz interessant finde. Lorenz Engler, wollen Sie eben zum Architekten Hans Kammerer aus Ihrer Perspektive noch etwas hinzufügen? Ich kann mich da eigentlich weitestgehend nur anschließen. Ich fand die
ja, bewundernswert die Selbstverständlichkeit der Gebäude in der Stadt, im Stadtgefüge, dass die meisten Gebäude, wie auch das Intercontinental Hotel ehemals an der Neckarstraße, ganz selbstverständlich im Stadtraum stehen. Ich schon mehrfach daran vorbeigegangen bin, bevor ich mich überhaupt mit Kamera auseinandergesetzt habe. Und erst im späteren Verlauf dann auch nochmal, ja, die tiefe Auseinandersetzung mit dem Ort, die dann quasi der Entwurf verkörpert, wahrnehmen konnte. Ganz spannend finde ich, dass gerade durch dieses Spiegelglas, was er an vielen großen Gebäuden einsetzt, um sie irgendwie aufzulösen oder ihnen die Schwere zu nehmen, vielleicht auch aus der Intention heraus, jeglichen möglichen symbolischen Charakter oder diesen Ewigkeitsanspruch ein bisschen zu negieren, fast das Gegenteil schafft. Also dass er eigentlich kein Baudenkmal schaffen möchte, aber der Umgang mit dem Spiegelglas, beispielsweise in der Commerzbank-Erweiterung, dazu führt, dass dieses Gebäude da ganz selbstverständlich ist und eigentlich fast nicht mehr antastbar als solches und fast das ist, was es nicht werden sollte, ein Baudenkmal. Ja, Sie haben jetzt eben auch diesen Spiegelglaseffekt erwähnt, aber wenn man über die Materialitäten der Kamerabauten, nicht zuletzt der 70er Jahre, spricht, dann fällt ziemlich schnell auch der Begriff der Kupferverkleidung. Die Kupferverkleidung taucht beispielsweise auch bei dem RWI-Gebäude gleich in der Nähe unserer Fakultät auf, aber sie taucht auch bei dem mittlerweile abgerissenen Teil der Kalberpassage auf. Was hat es mit dieser Kupferfassade auf sich? Hans Kammerer oder das Büro Kammerer Belz schreibt selbst, Zitat, natürliche Alterung, vorzügliche technische Anschlüsse und gute Eignung für kleinteilige Elemente der Bauten. Inzwischen ist das Haus patiniert. Es geht hier um die Kalberstraße, um das Stadtquartier. Und dennoch ein Zeichen für den Anfang der dahinterliegenden größeren Einheit. Wie müssen wir heute diese Kupferverkleidung, die ja irgendwie doch in die Jahre gekommen zu sein scheinen, betrachten? Wer möchte dazu was sagen? Klaus-Jan Philipp vielleicht? Ja, das ist ja so eine fast ein Stilmerkmal der 60er, 70er Jahre, diese ja, entweder Kupfer oder eloxiertes Aluminium-Tafeln, die sehr langlebig sind. Die kann man ja eigentlich gar nicht kaputt machen. Und die so eine Kleinteiligkeit in die Flächen bringen, die häufig in der Zeit mit einem 45-Grad-Winkel gebildet sind. Das ist wie so ein Stilelement, 45-Grad-Winkel, wo er passt und auch nicht passt. Das ist schon sehr zeittypisch. Ich würde eine Kamera jetzt nicht irgendwie als den Vorreiter dieser Paneele betrachten, auch mit so einem Stegfalz. Meistens. Das ist immer, es ist eine, vielleicht gar nicht so schlechte Hausverkleidung, genauso wie Aluminium und so, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ich glaube schon, dass es ihm auch entgegenkam, ne? Dass er eine relativ große Großform macht, eine klare Großform macht, aber dann durch diese Tafeln da wieder eine gewisse Kleinteiligkeit reinbringt, womit auch wieder dieses städtische Umfeld mitgedacht ist. Ne? Gerade wenn er im kleinteiligen Umfeld arbeitet, wie an der Kalberstraße, das eine Haus, das er selbst gestaltet hat, passt sich ja wunderbar in die mittelalterliche Bebauung ein, die dort vorhanden ist und trotz der modernen Materialien. Und das ist, glaube ich, eine große Qualität. Übrigens dieses Zitat, Stefan, das du vorgelesen hast, ich glaube, Kamera gehört auch zu denen, die sich selbst ein bisschen unernst nehmen konnten. Ne? Wenn er sagt, dann das Mittelalter mit Zentralheizung und Tiefgarage. Er weiß ja, was er getan hat. Ne? Er repariert ein Stück Stadt und weiß, dass es ein modernes Gebäude ist. Ne? Und dann auch was ganz anderes reintut mit der Passage, die es da gab es nie in Stuttgart sowas vorher. Aber er weiß, er kann sich selbst ironisch nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, müssten wir aber Saya bestätigen, vielleicht, dass er doch auch so eine gewisse Selbstironie gehabt hat und über sich auch lachen konnte. Wenn man sich die schriftlichen Verlautbarungen aus dem Büro Kammerer Belz aus den 70er und frühen 80er Jahren anschaut, dann fällt mir zumindest immer wieder auf, dass hier die Postmoderne als so das große Gegenüber aufgebaut wird, dass man aber dennoch nicht an dem Projekt der Moderne, wie man vielleicht sagen könnte,
so festhalten will. Es geht vielleicht so etwa, es geht vielleicht um eine Art Mittelweg zwischen moderne Verteidigung und Postmoderne. Ich habe aber sogar den Eindruck, dass die postmoderne Architektur bei Cameron Bells wie durch die Hintertür zunehmend reinkommt. Frau Seyer, würden Sie dem zustimmen oder sehen Sie das anders? Nee, das stimmt schon. Wie ich überhaupt finde, dass die Architektur von Cameron Bells immer auch Kind ihrer Zeit war. Also sie hat schon versucht, möglichst sich nicht modisch zu präsentieren, aber sie war nicht frei von Einflüssen ihrer jeweiligen Zeit. Und hat dabei, um nochmal ganz kurz auf Calver Passage einzugehen, selbst auch stilbildend gewirkt. Also die Passage war die erste von dann plötzlich einer Flut von Passagen, die in ganz Deutschland damals dann entstanden sind. Und auch dieses Spiegelglas an den Fassaden war dann Land auf Land ab plötzlich total angesagt. Und hat sich dann, wie immer, wenn so eine Entwicklung in Gang kommt, auch trivialisiert. Also er hat Einflüsse aufgenommen, aber er hat auch selbst Einflüsse weitergegeben. Das spätere Werk, würde ich sagen, verrät so ein bisschen den Einfluss der Postmoderne. Er selber hat das ja, glaube ich, immer zurückgewiesen. Er wollte nicht postmodern sein, aber speziell eine Villa, die, glaube ich, sein letztes oder vorletzter Bau war, verrät diesen Eindruck wirklich sehr deutlich, diesen Einfluss sehr deutlich, wobei er ihn auch dann immer sehr gemäßigt einsetzt, diese Stilelemente der Postmoderne. Also da bleibt er dann doch auch seiner Herkunft treu. Ja, Sie haben jetzt diese wunderbare Villa für Richard von Holzbrink am Boxer angesprochen. Ich gebe an dieser Stelle zu, dass ich versuche, immer meine Joggingrunde genau an diesem Haus vorbeizuführen und stoppe dann, muss leider dann immer stoppen vor diesem Gebäude, weil ich es auch nach Jahren immer noch wunderbar finde. Bleiben wir nochmal bei dem unfreiwillig postmodernen Hans Kammerer. Markus Allmann, ich habe gehört oder du hast mir in einem Vorgespräch erzählt, dass du durchaus auch persönliche Erfahrungen mit diesem Hotel am Kernerplatz beziehungsweise der Konrad-Adenauer-Allee ist es, glaube ich, an dieser Stelle, oder Willy-Brandt-Straße hast, also das Hotel Interconti, das jetzt das Meridien ist. Wie siehst du dieses Bauwerk? Ich würde sagen, gespalten aus meiner heutigen Perspektive. Allerdings versöhnt dadurch, dass, was bei allen Kamerabauten augenfällig ist, dass immer sehr materialgerecht, sehr differenziert im Detail gestaltet wird. Und diese Feinheit und Differenziertheit täuscht dann manchmal über die doch etwas zentralistischen Setzungen der Bauwerke hinweg und versöhnt wieder. Also das finde ich relativ interessant bei so einem Bauwerken. Auch das Commerzbankgebäude, heute würde man sagen Todsünde, einen Kreis in Glas zu machen. Das, also diese Auflösung würde man wahrscheinlich heftigst widersprechen, wenn das jemand heute vorschlagen würde, weil es sozusagen zwei Dinge ja miteinander verbindet, nämlich die Auflösung einer Form, die präzise Formulierung einer Form, nämlich des Kreises, der nicht mehr Form wie Kreis oder gibt es sozusagen nicht. Und das ist so ein ganz komischer Widerspruch. Der wird aber immer sehr versöhnlich, weil die so, so technisch gut gemacht ist. Wenn ich mir alleine vorstelle, wie viel Detailzeichnung vonnöten sein mussten, um so ein Haus wie das Meridian, also das Interconti, zu zeichnen, da würde ich ja heute unsere Art und Weise, wie wir heute planen und bauen, dass wir versuchen, mit 6 Normdetails das ganze Haus zu bewältigen. Und was dann noch als besonders klug und angemessen und rational gilt und das widerspricht er total. Das sind dermaßen viele verliebte, sozusagen ins Detail verliebte Erfindungen auch, die er plant, die dann, glaube ich, auch vergessen lassen, das, was Ambassador ja auch gesagt hat, dass wir natürlich immer eine Zeit spüren, in der es entstanden ist. Man kann relativ deutlich sagen, was gerade die Tendenzen in dieser Zeit waren. Und der ist Kamera, glaube ich, schon gefolgt, aber dann mit dieser
einfach unglaublich wirklich virtuosen technischen Umsetzung. Das ist die große Qualität dieser Bauten. Und das Meridien, finde ich, ist mit dieser, die Form ist ja absolut originär, also diese Halbkreise, die sich da wiederholen. Das ist so ein Gebäude, kenne ich zumindest kein zweites. Und das ist auch, finde ich, ein Verdienst von Kamera. Es ist immer originär. Selten, dass es irgendwo sich direkt auf etwas verweist und einfach sozusagen ein weiterer Aufguss einer sozusagen Tendenz ist. Das finde ich schon beachtlich. Wir haben jetzt über den Hans Kammerer der 70er und 80er Jahre gesprochen, den Architekten von Verwaltungsbauten, aber auch Passagen. Kalber Passage wurde ja bereits diskutiert. Aber es gibt noch einen ganz anderen Hans Kammerer, nämlich den Wohnbauarchitekten. Und ich kenne im Grunde kein anderes Beispiel als Hans Kammerer, dessen Frühwerk so stark mit der Typologie des Wohnbaus, Wohnungsbaus verbunden ist, und dessen Spätwerk im Grunde bis auf die eine oder andere Villa nichts mehr mit Wohnen zu tun hat, der dann aber sein Theoriehauptwerk, das bereits erwähnte Buch Wohnen und Wohlstand im Jahre 1994, einem, ja, man könnte sagen, eine Grand Tour zum eigenen Frühwerk widmet. Frau Sayer, Sie waren ja, wie bereits erwähnt, Lektorin bei diesem Buch. Wie kam es zu diesem Buch? Es schien, ich habe das jetzt zur Vorbereitung auch gelesen, es ist ja eine unglaubliche, also wirklich eine heute besonders lesenswerte Polemik. Ja. Wie sehen Sie das? Also ich war damals für ein Jahr oder etwas über ein Jahr angestellt bei AV Edition, einem Verlag, der damals noch eigentlich gar keinen Namen hatte, inzwischen sich aber ganz gut etabliert hat, auch als Verlag für Design- und Architekturbücher. Wie Hans Kammerer an diese Edition geraten ist, kann ich leider nicht mehr rekonstruieren. Ich nehme an, es gab freundschaftliche Verbindungen damals zum Chef und Firmeninhaber Norbert Daldrop. Jedenfalls kam also irgendwann dieses Projekt Hans Kammerer und ein Buch über Wohnungsbau auf mich zu. Ich kannte Hans Kammerer damals schon und die Zusammenarbeit mit ihm war wirklich wunderbar. Er hat, er war so ein ganz Pflegeleichter. Und wenn ich selbst vor allem mir jetzt die Gestaltung des Buches angucke, finde ich es etwas überinstrumentiert, würden wir heute vielleicht nicht mehr so machen. Aber inhaltlich finde ich, ist das Buch eigentlich heute so aktuell wie vor fast 30 Jahren, als es entstanden ist. Also er redet von Wohnungsmangel, den es in den 90er Jahren, eben Anfang der 90er Jahre gegeben haben muss. Er redet von Flächenverbrauch, der natürlich durch zu große, zu flächenintensive Neubauten immer weiter vorangetrieben wird. Er hat ja so ein Beispiel ganz am Anfang des Buches, erwähnt er eine Siedlung, ich glaube, es ist seine eigene, wo er neun Gebäude auf einer bestimmten Fläche sehr verdichtet unterbringt. Zwei Jahre später bereits braucht ein weiteres Siedlungsprojekt mit 12 Bauten bereits die doppelte Fläche. Und so beschleunigt sich das unglaublich und der Flächenverbrauch geht immer weiter. Und was vollkommen in Vergessenheit gerät, ist der Städtebau. Und ich glaube, wir sind an diesem Punkt immer noch. Auch heute möchte man dieses Buch wirklich Bürgermeistern, Baubürgermeistern, Stadträten in die Hand drücken und sagen, hier, da kommen unsere Probleme her. Ob man es dann so, wie er an seinen eigenen Beispielen zeigt, genauso noch machen würde, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Hochhäuser unter seinen Wohnungsbauten. Das ist vielleicht das Modell, was vielleicht jetzt im Moment wieder Zukunft hat. Größere Wohneinheiten wahrscheinlich eher als diese kleinen Reihenhäuser oder
diese Wohnsiedlungstypologie. Aber in der Problematik, in der Problembeschreibung, finde ich, ist es absolut aktuell. Ja. Klaus-Herrn Philipp, ich nehme an, du hast dich auch als Architekturhistoriker nicht zuletzt auch mit diesem Buch beschäftigt. Wie nimmst du dieses Buch Wohnen und Wohlstand wahr? Ja, ich stimme ja schon ganz sei ja zu, auch wenn ich damals 1994 nicht ganz der Meinung war, das war ein bisschen polemisch, was ich damals mal in der Bauwelt geschrieben habe, weil er da so seine schönen Häuser mit schönen Farbfotografien und seinen wunderbaren Skizzen kontrastiert hat mit dem grauen Normal, das so gebaut wird. Und das fand ich ein bisschen. Aber ich habe es, wie gesagt, ich habe schon gelernt, dass da viel drinsteckt. Und es sind tatsächlich die Themen, die er vollkommen erfasst. Ja, das ist mir auch bei der Lektüre anderer Schriften gekommen, dass er hat ja viel publiziert, kann auch sehr gut schreiben. Das ist ja auch nicht jedermanns Gabe. Und er hat schon die Sachen beim Namen benannt. Ne? Und auch das Problem auch des immer größeren Hauses, des gestiegenen Wohlstandes, nennt er das ja Wohnen und Wohlstand. Das ist immer was mit, fast ist es so, als ob er meint, dass zu viel Geld da ist. Ne? Und deshalb zieht er sich dann auch irgendwann aus, er zieht sich ja vollkommen zurück aus dem Wohnungsbau und er findet das, was dann passiert in Anfang der 90er Jahre, zum Beispiel mit der internationalen Bauausstellung am Nordbahnhof, das ist für ihn ja dann nur noch Chaos, was da passiert. Ne? Und das kann man schon nachvollziehen. Ich glaube, das war wirklich der Grund, dass er mit dem Wohnungsbau dann ab den 80er Jahren so unzufrieden war, dass er selbst damit nichts mehr zu tun haben wollte. Ja. Ich habe dieses Buch relativ schnell gelesen, aber er verteidigt ja beispielsweise durchaus auch die Wohnexperimente einer neuen Heimat. Er verteidigt den sozialen Wohnungsbau, den er jetzt in dem Wohnungsbau seiner Gegenwart, also Mitte der 90er Jahre, vermisst, weil nur noch der Markt oder fast nur noch der Markt das Wohnungsproblem lösen soll. Also er schaut ja schon zurück auf den verpönten Siedlungswohnungsbau, die Siedlungen, der nicht nur 20er Jahre wohlgemerkt, sondern vor allem der 50er und 60er Jahre. Und er sagt ja im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, dass je wohlhabender Deutschland wurde, desto weniger kreativ man mit dem Thema Wohntypologien umgegangen ist. Habe ich das einigermaßen richtig verstanden, Frau Seyer? Sie waren ich habe Ihre Frage leider nur sehr rudimentär mitgekriegt, weil meine Internetverbindung gerade so. Ach so, okay. Vielleicht kann mir erst mal jemand anders antworten, bis ich so halbwegs mitkriege, worum es gerade geht. Okay, ja, es geht um den Begriff des Wohlstandes im Titel dieses Buches. Und Hans Kammerer, so wie ich ihn verstanden habe, sagt im Grunde, dass je wohlhabender Deutschland wurde, desto weniger kreativ, desto weniger innovativ man mit Wohnungstypologien umgegangen ist. Und er plädiert in einem Zeitalter des postmodernen Städtebaus unter dem Vorzeichen der Wiederentdeckung der Innenstadt zu einer durchaus Rückbesinnung auch auf das Innovationspotenzial der 60er Jahre. Also das, was damals sehr verpönt war. Ne? Ja. Und das exemplifiziert er sozusagen auch an den eigenen Wohnsiedlungen und Wohnungsbauten aus dem Büro Kammerer Belz. Nicht, glaube ich, aus Eitelkeit, wie ihm damals Klaus-Jan Philipp vielleicht so ein bisschen unterstellt hat, sondern weil er genau versucht hat, in seinen Siedlungen diese Probleme eben zu lösen, möglichst flächensparsam zu bauen, intelligente Grundrisse zu bauen, auch ökonomisch zu bauen, also auch Bauherren nicht finanziell zu überfordern. Er schreibt am Anfang irgendwie, die Häuser sind inzwischen so groß und so teuer, die Bauherren verschulden sich derartig, dass noch die Kinder und Kindeskinder daran zu tragen haben. Also dieses Bedürfnis vielleicht, was man immer noch, finde ich, sehr oft beobachten kann, sich mit einem möglichst großen, möglichst, was so als individuell bezeichnet wird, Wohnhaus so selbst darzustellen, das ist doch
immer noch sehr verbreitet hierzulande. Ich war gerade vor 2 Wochen unterwegs an den Bodensee und links und rechts der Autobahn kann man sehen, wie diese Siedlungen wirklich mit diesen viel zu überdimensionierten Einfamilienhausbauten in die Landschaft rauswuchern. Also das Problem hat sich überhaupt nicht gegeben. Im Gegenteil, wir haben ja auch den Aufschrei gehört letztes Jahr, als die Grünen sagten, wir müssen mal langsam wegkommen von diesem Einfamilienhausbau. Da gibt es offenbar wirklich ein tiefes Bedürfnis, sich selbst darzustellen und alles andere oder irgendwelche komischen Wohnträume zu verwirklichen, die man vielleicht aus Zeitschriften hat, weiß ich nicht woher. Und alles andere wird darüber vergessen. Und zwar nicht nur von den Bauherren selbst, sondern von den Kommunen ebenfalls, die Einfamilienhausgebiete ausweisen und dann herrscht da Wild West. Ja, deswegen, also was ich anfangs sagte, lest Kamera, liebe Bürgermeister und Baubürgermeister. Ja, vielen Dank. Vielleicht an dieser Stelle auch eine kurze Frage an Elisabeth Schurigin und Lorenz Engler. Ich nehme an, Sie haben sich ja auch mit diesem Buch Wohnen und Wohlstand auseinandergesetzt. Wenn ja, wie haben Sie dieses Buch aufgenommen? Ja, wie schon gesagt, hochaktuell dafür, dass es aus dem Jahr 94 ist, könnte es auch in den letzten 2 Jahren erschienen sein. Der Diskurs ist nahezu derselbe. Und gerade, was Herr Jan Philipp eingangs erwähnt hat im Interview mit Heinrich Klotz, spricht er auch sehr explizit von den Mängeln und Potenzialen im Wohnungsbau und den Entwicklungen. Und ja, bemängelt so ein bisschen, dass jeglicher Diskurs, mal abseits der ökonomischen Faktoren, einfach nicht geführt wird, egal auf architektonische oder städtebauliche Auseinandersetzungen. Und alles, der einzige Diskurs, der in der im Wohnungsbau geführt wird, ist der nach dem, wie er schreibt, nationalen forschungsfetischen Null-Energie-Haus. Mhm. Und das könnte auch jetzt immer noch das Thema sein, anstelle dass auch ein Diskurs von alternativen Wohnformen, alternativen Bedürfnissen oder halt auch angepassten Bedürfnissen über die Zeit eines Menschenlebens, da ändern sich auch die Bedürfnisse, wie die im Wohnungsbau angepasst werden können und weg von eben diesem klassischen Familienbild, das ja auch ganz, ganz stark unseren Wohnungsbau geprägt hat. Ja. Frau Schurigin, wollen Sie da noch etwas hinzufügen? Ja, eigentlich hat der Lorenz auch schon eigentlich alles gesagt, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ist natürlich schade, weil ich finde eigentlich die Projekte von Kamera eigentlich super. Die Wohnprojekte zum Beispiel, die Wohnhaussiedlung Aspen ist einfach ein super Beispiel auch. Stuttgart-Botnang für die Nicht-Stuttgarter. Genau, Botnang, ja. Genau. Einfach ein sehr interessanter Umgang, auch wie schon vorhin auch erwähnt, mit dem Grundriss und diese Vertiefung, auch der Umgang mit der Topografie, auch dieser individuelle Hinblick auf die Bewohner, finde ich eigentlich super spannend und ja, ich glaube, da kann man einfach man kann es nur ans Herz legen, sich das Buch durchzulesen. Also es lohnt sich auf jeden Fall und ist außerdem auch auf der Stiftungsseite verlinkt. Das heißt, jeder hat auch den Zugang, falls er das möchte. Diese Wohnanlage Aspen in Stuttgart-Botnang wurde ja für höhere Beamte in Stuttgart fertiggestellt. Darunter, wie Hans Kammerer schreibt, sehr viele Professoren und er warnt explizit davor, für zu viele höhere Beamte und insbesondere vor Professoren zu bewerben. Ja, vielleicht noch ein Zitat von Hans Kammerer bezüglich Wohnungsbau, das mir jetzt bei der Lektüre von Wohnen und Wohlstand auch besonders hängen geblieben ist. Zitat Hans Kammerer: von den Haustypen der Siedlungen und Hausgruppen, die in diesem Bericht gezeigt wurden, also den Projekten aus den 60er Jahren insbesondere, hat so gut wie keine überlebt, da sie nicht in die einfache Ideologie der traditionellen Urbanität passen und sich auch nicht sonderlich um konservierende Erinnerungen an historische Bauformen kümmerten, mussten sie verschwinden. Die Entscheidung für herkömmliche Blockrandbebauung in Stadt und Land ist auch eine Entscheidung für den herkömmlichen Miethaustyp. Treppenhaus, Wohnung links, Wohnung rechts,
der Zweispänner eben, Zitat Ende. Und er plädiert im Grunde auch für einen offenen Blick zurück in die 60er Jahre, die in den 90er Jahren und im Grunde bis heute doch einen eher schweren Stand haben, in auf dem Wohnungsmarkt zumindest. Ja, wir haben jetzt den Architekturtheoretiker Hans Kammerer. Er kokettiert ja immer auch sehr stark mit seinem anti-intellektuellen Pragmatismus. Aber ich denke, mit diesem Wohnen und Wohlstand ist ihm wirklich etwas Hochinteressantes gelungen. Wir haben jetzt den Theoretiker Hans Kammerer ein Stück weit kennengelernt. Vielleicht kommen wir jetzt auf den Menschen Hans Kammerer zu sprechen. In einem Vorgespräch wurde deutlich, dass Frau Sayar, Sie im Grunde die Einzige in unserer Runde sind, die ihn persönlich kennengelernt haben. Was können Sie uns berichten über den Menschen Hans Kammerer? Er war ein sehr beeindruckender, sehr charmanter, sehr kultivierter Mensch, der wirklich sehr schnell für sich einzunehmen wusste. Und zwar nicht nur in einem ganz normalen Gespräch. Ich habe auch gehört und gelesen, da muss ich eher auf eine andere Quelle vertrauen, dass er bei den Studenten sehr beliebt war, wohl der beliebteste Professor zu seiner Zeit an der Stuttgarter Fakultät. Er war wirklich unglaublich charismatisch. Und wahrscheinlich hat ihm das auch bei Bauherren geholfen, diese sehr verbindliche Art, diese auch sehr witzige Art. Er war ungemein witzig. Und sehr im Gegensatz zu seinem Büropartner Walter Belz, der eher wirklich ein unglaublich hölzerner Charakter war. Und man wundert sich immer ein bisschen, wie die zwei eigentlich über all die Jahre klargekommen sind. Sie sind allerdings immer beim Sie geblieben. Auch das eigentlich ganz eigenartig, weil Kammerer selbst war schon ein wirklich lockerer Typ. Und ja, eben ein Mensch, mit dem man unglaublich schnell und unglaublich leicht ins Gespräch kommen konnte. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Frau Sayar. Klaus und Philipp, du hast dich ja nicht zuletzt auch im Rahmen deiner Lehrveranstaltung vermutlich auch mit dem einen oder anderen Text oder Grußwort von Hans Kammerer auseinandergesetzt. Kannst du dir vor diesem Hintergrund auch, ist dir etwas über den Menschen Hans Kammerer bei dieser Gelegenheit aufgefallen? Ich kann nur das aufs Hören sagen. Er war tatsächlich wohl, hat mir auch jetzt im Rahmen dieser Ausstellung einige Leute geschrieben, er war der Lehrer, galt für die Studierenden als der Lehrer. Und alle waren, er konnte begeistern für Architektur und war von den Studierenden wiederum begeistert, was sie so gemacht haben. Also ich glaube, bei vielen der Generation, die so in den 60er, 70er Jahren hier studiert haben, ist er wirklich, ist er ganz stark mit der Stuttgarter Schule und allem hier verbunden. Ne? Das ist eine der zentralen Figuren in der Zeit, vielleicht so neben Gutbrot. Aber ich glaube, er hat noch ganz anders die Leute gefesselt als Gutbrot, das eher aus so einem höheren Sessel sitzen vielleicht gemacht hat. Er hat ja was ganz Witziges gemacht und das macht wirklich Spaß. Er hat eine kleine Geschichte der eine Architekturschule geschrieben. Das ist als Typoskript auch an alle Kollegen damals geschickt worden. Eine ziemlich unglaubhafte Geschichte einer Architekturschule, wo er beschreibt, im Prinzip die unsere Fakultät beschreibt, aber dann natürlich keine Namen nennt. Aber wenn man ein bisschen informiert ist, weiß man genau, wen er so meint und dann über alles hinwegzieht, was da so kommt. Was ihn ganz gestört hat, ist dieser Scientismus, die Verwissenschaftlichung von Architektur. Das ist so ein Feld, wo er überhaupt nicht mit wollte. Und er hat ja 1974 gab es so ein Manifest für Architektur, ja, also zurück zum Entwerfen, ne, nachdem die gerade in der Architekturausbildung sich alles verwissenschaftlicht hatte. Und er polemisiert da, dass die Noten im Diplom nur noch nach Gewicht der Diplomarbeit vergeben wurden. Und pro Kilo gab es dann ein Drittel Note besser und solche Dinge. Ne. Das stimmt zwar nicht mit der Realität über, aber es zeigt sehr deutlich, was ihm nicht passte an dieser Fakultät und der Entwicklung zu dieser, weg vom architektonischen Entwurf, vom künstlerischen letztlich der Architektur.
Ja. Ja, wir sind jetzt im Grunde schon beim Lehrer Hans Kammerer und wir haben jetzt das große Glück, dass der Nachfolger, wie bereits erwähnt, von Hans Kammerer auf diesem illustren Lehrstuhl, der mit einer Namensreihung Rolf Gutbrot, Hans Kammerer, Boris Potrecker und schließlich eben Markus Allmann prunkt. Ja, Markus, du bist unter uns. Du hast dich sicherlich auch mit der Geschichte deines Institutes auseinandergesetzt und hast dich auch mit deinen Vorgängern auseinandergesetzt. Was ist bei dir da, was hat sich da bei dir sehr dementiert? Dann Mikro, bitte. Erstmal interessant, wenn man so eine Professur anfängt, beschäftigt man sich seltsamerweise erstmal gar nicht mit seinen Vorgängern. Und je länger man dieser Professur tätig ist, desto mehr wird einem gewiss, was es für Vorgänger gab. Also man wird sozusagen erst später da hinein sozialisiert in diese Geschichte eines Institutes. Und ich finde interessant, ich habe mich vor kurzem mit Gutbrot ziemlich intensiv beschäftigt, habe auch dann nochmal ein kleines Essay darüber gelesen, wie es da wohl in den 70er Jahren mit den revolutionierenden Studenten und Studentinnen Probleme gab und er dann wohl auch aus Enttäuschung über mangelnde Anerkennung, über die Art und Weise, wie er das macht, sich dann aus dieser Professur zurückgezogen hat. Das wird der Klaus-Jan Philipp wahrscheinlich genauer wissen, wie sich das zugetragen hat. Aber das fand ich so ganz interessant. Dann kam ja dann mit einer kleinen Pause, glaube ich, dazwischen, kam dann Kammerer. Und ich finde auch interessant, wie sich allein der Lehrstuhlname geändert hat. Also erst hieß es ja mal, glaube ich, bei Gutbrot noch Innenraumgestaltung und Entwerfen. Dann hieß es später bei Kammerer, lese ich in seiner Vita, steht dann auch noch Innenraumgestaltung und Entwerfen. Bei Potrecker ist dann nur noch Raumgestaltung, also das Innen ist weg. Im Übrigen, das Innenraumgestalten ist, glaube ich, immer noch der offizielle Titel auch meiner Professur in der Administration. Das konnte ich selbst mit Umbenennung gar nicht rauskriegen. Das heißt, glaube ich, immer noch so nach 40, 50 Jahren. Und bei mir kam dann dieses Wort Konzeption auf einmal ins Spiel. Also jede Generation verändert so ein Wort meistens und versucht dann so eine Professur langsam umzuschreiben. Und bei Kammerer habe ich den Eindruck, auch was ich alles gehört habe, ist, dass er eben ungemein beliebt war und aber eben keine bestimmte Dekrete hatte. Das war sehr offen, die Lehre, höre ich immer. Und es ist so, dass er bewusst eigentlich in dieser Vielfalt und dieser Offenheit eigentlich die Studenten sich selbst und ihre eigenen Ideen zu entwürfen werden zu lassen, gesucht hat und nicht so eine bestimmte Masterlehre im klassischen Sinne gemacht hat, der Meister und sein Schüler, der dann durch das Einüben des vorgegebenen Entwerfens des Meisters dann zu Kenntnissen kommt. Das hat er, glaube ich, gar nicht gelehrt. Und in dieser Tradition fühle ich mich enorm wohl in der Fakultät. Das im Grunde genommen auch, glaube ich, eine Idee ist, die auch mein Institut im Moment und meine Mitarbeiter, die an dem Institut sind, umtreiben, dass wir nicht eine bestimmte Lehre machen wollen, die stringent nach gewissen Regularien stattfindet, sondern eine enorme Offenheit, auch eine Vielfalt erzeugen wollen. Und die Studierenden und ihre Gedanken selbst in den Mittelpunkt stellen wollen. Das finde ich bemerkenswert. Ich finde auch ganz schön, ich habe so einen schönen Satz von Bertram übrigens, ist der Staffelübergeber, den ich noch kenne, der bei Kammerer wohl gelehrt hat und den ich noch im letzten Jahr kennengelernt habe. Er ist dann, glaube ich, nach einem Jahr, nachdem ich da war, ausgeschieden, 2007. Ich habe 2006 angefangen. Und er hatte so ein kleines Essay geschrieben. Da fand ich sehr nett, dass da steht, Kammerer, er las nie vor, wenn er je ein Manuskript hatte, hatte er es vergessen. Er vermischte Erfahrungen, schoss aus der Hüfte und traf ins Schwarze. Also das zeigt mir so einen Menschen, der nicht unbedingt jetzt sich alles vorher zurechtlegt und dann so das schön abarbeitet und auch so eine gewisse, ja fast so eine gewisse Stringenz in seine Lehre hineinlegt. Und man verwechselt ja häufig irgendwo diese Offenheit mit mangelndem Plan. Ich sehe das ehrlich gesagt anders. Ich glaube, es gehört ein gewisser Mut dazu, sich eben immer offen zu zeigen. Es ist für meine Würfe eher unmutiger, immer dasselbe zu machen und gewisse Regularien der Lehre vorzugeben. Und da erscheint er mir grundsympathisch jetzt in der Nachbetrachtung. Und von daher freue ich mich eigentlich, dass ich in dieser Folge dieser drei Akteure bin, auch wenn dann, glaube ich, erst vielleicht dann bei meiner Emeritierung dann die nächste Generation beurteilen möchte, was denn
was ich denn da so gemacht habe. Ne? Aber dieses Bild gefällt mir gut, was er gibt für die Fakultät Architektur. Und er hat ja auch übrigens das Einführung in das Entwerfen eingeführt, so wie ich das gehört habe. Das ist sein Verdienst. Und das ist natürlich ja etwas, was wir immer noch heute genauso betreiben. Ja, das hat er schon in den 50er Jahren, als er noch nicht Professor war. Da war er Lehrbeauftragter. Schon, als Lehrbeauftragter hat er das hier eingeführt. Ich glaube, das hat er aus den USA irgendwo, weil er mehrfach war, hat er das mitgebracht. Und so toll, das war, das ist, glaube ich, eines der ältesten Fächer, die wir sozusagen an der Fakultät haben, die kontinuierlich gelehrt werden, immer noch eine große Wichtigkeit haben. Ich muss ihn ein bisschen relativieren mit diesem, er war, glaube ich, schon, er hat sich schon auch vorbereitet. Da war ich ganz überrascht, weil ich habe über Frau Asaya so eine Sammlung von Akten bekommen, wo so Ansprachen bei Vernissagen und so drin sind, unter anderem. Und er hat das schon alles geschrieben. Und wahrscheinlich in der Art, wie er vorgetragen hat, kam das dann sehr locker rüber, wo es, glaube ich, schon sehr kontrolliert gewesen ist. Ne? Ich glaube nicht, dass er das so ganz frei, vielleicht am Abend nach dem zweiten Glas Wein, aber ich glaube schon, dass er das gerade bei so, wenn er öffentlich gesprochen hat, dass es sehr kontrolliert gewesen ist. Und trotzdem aber diese Lockerheit vermittelt hat. Ja. Darf ich noch eine kleine Anmerkung oder Ergänzung machen? Wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, gab es eine Sache, die ihm bei Studenten doch ausgesprochen wichtig war. Und zwar, dass alle wirklich lernen, von Hand zu entwerfen. Also diese Handzeichnung, damals begann die Digitalisierung auch eben in der Architektur Einzug zu halten. Man sieht es an seinen eigenen Zeichnungen. Er war wirklich ein ausgesprochen virtuoser Zeichner, hat ja auch zig Reisetagebücher gezeichnet. Das war, glaube ich, ihm durchgehend ein Anliegen, dass jeder Student und jede Studentin erstmal das Entwerfen per Hand erlernt und diese Verbindung von Gedanken und Hand eben nicht nur auf den Computer beschränkt bleibt. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle zu einer Art Schlussrunde kommen. Die Frage, die wir uns ja heute kurz vor dem 100. Geburtstag von Hans Kammerer uns auch zu stellen haben, ist, was bedeutet er für uns heute und für die kommenden Generationen von Architekturstudierenden? Ich würde gerne die Schlussrunde mit Elisabeth Schurigin und Lorenz Engler beginnen. Was nehmen Sie von Ihrer Beschäftigung mit Hans Kammerer für Ihren künftigen Weg im Bereich Architektur mit? Ich glaube, ganz zentral ist, ist mir aufgefallen nochmal, dass die Bedeutung unserer Disziplin der Architektur tatsächlich auch für den Menschen, für unser Umfeld, wie wichtig das ist, ohne dass wir uns selbst zu wichtig nehmen. Dass wir teilweise vielleicht hier und da eine gewisse Bescheidenheit auch mal, oder eine Mäßigung vielleicht irgendwie auch mal einbringen können, auch was unsere eigene Expertise angeht. Ich weiß nicht, so ich habe manchmal das Gefühl, dass Architekten und Architektinnen versuchen, die ganze Welt zu erklären manchmal und sich da in Gefilde manchmal vorwagen, die eigentlich überhaupt nicht so einfach zu greifen sind. Und insofern die Bescheidenheit ein bisschen und die Mäßigung, der Umgang mit Materialien, mit Ressourcen, mit und das aber alles kombiniert mit dem, ja, letztendlich, was wir gestalten, unsere Umgebung und die unserer Mitmenschen. Das, Vielen Dank. Elisabeth Schurigin, bitte. Ich glaube, für mich wäre das an erster Stelle, was mir einfallen würde, ein bisschen reflektierter an die ganze Sache ranzugehen. Zum Beispiel auch dieser Umgang beziehungsweise diese Betrachtung von Stuttgart. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, seit diesem Entwurf, dass ich da ein bisschen
mehr mit Bedacht durch die Stadt rumlaufe, weil die Gebäude von Hans Kammerer, die sind einfach präsent. Aber ich habe mich früher zum Beispiel nie gefragt, was steckt dahinter, welcher Gedanke steckt dahinter, oder es ist ja, man muss ja auch hinterfragen, wie zeitgemäß wurden die Gebäude entworfen, und auch so dieses Hinterfragen, dass jedes Gebäude ja irgendwie eine Zeitepoche widerspiegelt. Und ich finde, das tut es ja irgendwie auch bei Kammerer besonders, wie es auch die Stuttgarter Innenstadt geprägt hat. Und vielleicht auch einfach so ein bisschen reflektierter ranzugehen, wie man eine Stadt betrachtet. Auch nicht nur Stuttgart, sondern auch allgemein, wie man da rangeht. Ich glaube, ein bisschen mehr sich damit zu beschäftigen. Das würde ich jetzt für mich persönlich mitnehmen. Ja, vielen Dank. Die ähnliche Frage würde ich dir gerne, Markus Allmann, stellen. Du bist der Einzige von uns, der auch ein sehr, sehr großes, international agierendes Architekturbüro leitet. Was nimmst du mit, wie blickst du heute auch gerade als praktizierender Architekt auf die Bauten von Hans Kammerer, und was ist für dich vielleicht etwas potenziell Zukunftsweisendes daran? Was ich sehr charmant finde, ist diese Vielfalt in dem Werk. Das wird, wie gesagt, wir hatten es kurz davor, es wird ja oft als Schwäche angelegt. Man muss ja ein Markenzeichen entwickeln als Architektin, um auch Instagram-fähig immer wieder sozusagen möglichst viele Likes zu bekommen. Man muss irgendwie einen bestimmten Stil auch geben. Es wird oft als Schwäche angelegt, wenn man sich sozusagen verändert. Und ich sehe das als eine Stärke an, und ich sehe das auch als eine große Qualität an, dass nicht so eine moralisierende Architektur daraus entsteht. Das sehe ich im Moment als die große Gefahr unserer derzeitigen Betrachtung von Architektur und der Zukünftigkeit von architektonischen Tendenzen, diese Moralisierungstendenzen. Also es werden so bestimmte Schwarz-Weiß Schubladen aufgemacht, was man darf, was nicht. Wir machen das selbst natürlich auch in unserer Fakultät, aber ich hoffe mit der gebotenen Ironie dann auch noch, wenn wir so ein Thema wie Bauen ohne Beton stellen, weil ich glaube, das ist so eine große Problematik, dass wir gerade diese Einordnung, Kategorisierung machen. Und für mich lässt sich Kammerer nicht einordnen. Ich kann ihn wirklich nirgendwo gerade reintun. Ich kann nicht sagen, er ist postmodern, er ist reflexiv modern, er ist modern. Er ist im Grunde genommen eigentlich immer nah an seinen Projekten dran. Und ich habe das Gefühl, das Projekt und die Aufgabe selbst stand im Vordergrund und nicht unbedingt ein in sich absolut schlüssiges Werk, ne, wo das so ganz klar hineinpasst. Und das gefällt mir eigentlich gut bei Kammerer. Und daraus kann man, glaube ich, schon lernen, auch für die Zukunft, dass man auch den Begriff der Ironie, den haben wir auch ja leider verloren in der Architektur und des Humors, den finde ich auch schon enorm wichtig. Vielen Dank, Markus Allmann. Dieselbe Frage würde ich dir, Klaus-Jan Philipp, stellen. Du hast dich ja als Architekturhistoriker nicht nur aufgrund einer natürlich Lust an der Vergangenheit mit Hans Kammerer beschäftigt, sondern du siehst ja sicherlich auch ein Zukunftspotenzial. Liege ich da falsch oder ist das so? Für die Zukunft sind meine Kollegen bauende Architekten zuständig. Ich bin mehr für die Geschichte zuständig. Aber was man jetzt gerade in diesem Jahr, wir haben ja jetzt mehrere hundertste Geburtstage. Letztes Jahr ist Harald Deilmann 100 geworden, der eine große Rolle auch in der Fakultät gespielt hat, als der vorletzte Lehrer für Gebäudelehre. Auch das ist erst wieder die Sonja Nagel geworden, die das weitermacht. Und dann ist auch dieses Jahr 2022 Günter Behnisch wird 100 Jahre alt. Und wenn man die mal so vergleicht, der Deilmann ist so ähnlich wie Kammerer. Der macht, hat so, vielleicht hat er mehr so einen Stil gefunden mit manchen Sachen, aber er macht auch so Bauen im Bestand und sehr früh schon so ein bisschen versucht, in Münster historisierend zu bauen am Prinzipalmarkt zum Beispiel. Aber er hat auch sonst dann bei Großbauten so eine eigene Linie gefunden, die über längere Zeit beibehält. Und bei Behnisch ist es ganz anders, ne? Der geht ins Technische und kommt dann in diese Leichtbauten, sehr dynamisch, sehr expressiv. Da ist vielleicht eher das Vorbild Gutbrot dann da. Man kann auch so sehen, bei wem haben die eigentlich am meisten studiert. Aber für mich bindet sich das so langsam so auch so zu einem Bild zusammen. Ne? Wenn man so eine Generation mal untersucht, die alle in gleichen Bedingungen, alle drei waren Kriegsgefangene in England und USA und kommen hier nach Stuttgart, eine total zerstörte Stadt, und fangen da neu an und suchen verschiedene Wege. Da bin ich aber noch nicht zu Ende, das will ich noch weiter bearbeiten. Dieses Jahr gibt da noch genügend Gelegenheit dafür.
Vielen Dank. Ja, Frau Sacher, Sie sind ja auch, wie bereits erwähnt, im Beirat der Hans und Mighty Kamera Stiftung und tragen insofern auch über Ihre Stiftungsarbeit sicherlich dazu bei, das Werk von Hans Kammerer in die nächsten Generationen zu überführen. Was ist für Sie das Zukunftsträchtige an Hans Kammerer? Also es ist jetzt schon ganz viel und ganz viel Richtiges und Zutreffendes gesagt worden. Da will ich mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, er war ein Architekt, was man erst im Nachhinein vielleicht wirklich gemerkt hat. Er selber war sich dessen aber durchaus bewusst. Ein Architekt, der wirklich von der Stadt her dachte. Nicht umsonst ist Kammerer derjenige, der die erste neue Passage in einer Stadt baut, wo man plötzlich wieder ein ganz anderes Gefühl für Stadt bekommt als, als Passant, der gar nicht Architektur von Architektur eine Ahnung hat oder von irgendwelchen Namen eine Ahnung hat, sondern plötzlich tut sich da ein Stück Stadt auf, wie man es so zumindest hier im engeren Umkreis nicht erlebt hatte. Also dieses Denken von der Stadt her, auch in seinen Siedlungen, es lag ihm ja auch daran, dass es da einen Städtebau gab, dass da nicht einfach irgendwie irgendjemand in die Gegend gebaut hat, sondern dass es immer eine städtebauliche Grundvoraussetzung gab, von der dann auch der Entwurf ausging, glaube ich, ist das, was seine Bauten auszeichnet und auch sicher ein Grund, warum man die allermeisten heute noch wirklich gut angucken kann. Wunderbar. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank für diese Einblicke in das Werk von Hans Kammerer, der am 25. Februar 2022 100 Jahre alt geworden wäre. Wir haben einen hochinteressanten, ambivalenten, sicherlich auch schillernden Architekten kennengelernt. Und ich möchte alle Zusehenden dazu einladen, sich mit dem Werk eingehender zu beschäftigen, sofern das nicht bereits passiert ist. Ich möchte mich vor allem bei Ihnen und euch allen bedanken für diese Diskussion. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei Philipp Krüpe bedanken, der diese Sendung produziert, und bei Leo Herrmann für das digitale Bühnenbild sehr herzlich bedanken. Ich wünsche einen schönen Abend.